Das Handwerk des Küfers war in vorindustrieller Zeit von besonderer Bedeutung. Die hölzernen Behältnisse für Winzer, Brauer, Land- und Hauswirtschaft wurden grundsätzlich nach dem gleichen Verfahren hergestellt. Ob Fässer, Wannen, Eimer, Butterfässer, Kannen oder Zuber. Speziell geformte Holzbohlen, sogenannte Dauben, wurden zusammengefügt, durch Wärme und Nässe biegsam gemacht, dass sie ovale Gefäßwände ergaben, die von eisernen Reifen zusammengehalten wurden. Jedes Bauteil musste im Vorfeld genau berechnet werden, damit die Fugen dicht waren. In weiteren Arbeitsschritten wurden die Dauben geglättet, auf gleiche Länge gebracht und die Fässer mit umlaufenden Nuten versehen, in welche die Fassböden eingearbeitet wurden. In Untermünkheim bestand von 1885 bis 1978 in drei Generationen die Küferei Brözel. Die handwerkliche Herstellung von hölzernen Gefäßen verlor in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung, infolge der Verfügbarkeit von industriell erzeugten Behältnissen.